Das Wetter der Woche, diesmal mit Uli Hoeneß. Natürlich nicht mit Uli Hoeneß. Ich spreche von den Amigos. Beispielsweise Hoeneß, der Karzai, der Berlusconi. Alles Lumpen, würde meine Omi Glimpsch aus Zittau sagen. Nicht? Und abfällig die rechte Unterlippe runterhängen lassen, so ein bisschen wie ich, immer so traurig, nicht? Ich könnte natürlich nachlegen, was die Lumpen angeht, der Kromme, der Zabel, der Blattner oder Mosi, Westerwelle, Snowden. Alles Lumpen. Uli Hoeneß, sage ich mal, Uli Hoeneß kommt auf gar keinen Fall in den Knast, nicht? Und der Kinderschinder Berlusconi auch nicht. Und der Gift, der Rauschgifthändler Hamid Karzai auch nicht. Na, gebe ich Gift drauf, nicht? Aber der Hoeneß könnte doch den Blattner geben, oder? Und Karzai als Muslimbruder nach Kairo, vielleicht nicht schlecht. Im Auftrag der Amis natürlich, nicht? Und Berlusconi fragen Sie jetzt natürlich mit Recht, was machen wir mit diesem abgehalfterten Kinderschänder? Der könnte bei uns nochmal kandidieren, nicht? Ist der Einzige, der Merkel das Weihwasser erreichen könnte, nicht? Wie sagte Helmut Schmidt schon seinerzeit? In der Krise beweist sich der Charakter. Und da die Krise, wie die Parteien sagen, ja jetzt vorbei ist, braucht man auch keinen Charakter mehr. Im Übrigen, Sie hören nicht ab. Und das ist gemerkt. Tschüss.